mein Gott, Leute, willkommen wieder zurück zu Paper Mario Color Splash in der Festung des schwarzen Bowsen. Was soll ich sagen? Man hat uns natürlich eine ziemlich fiese Falle gestellt und wir sind Roy, dem letzten der Koopalinge, der noch übrig war, direkt vor die Füße gefallen. Der hat mir all meine Farbe abgesaugt und gegen mich verwendet, aber das hat ihm alles nichts genutzt. Auf Biegen und Brechen habe ich dann doch noch den Sieg errungen und jetzt sind wir hier bei einem großen Fließband angekommen, wo ganz viele kleine Scheiges mit Farbeimern in so einen Tunnel gefahren werden und... Was zum? Was machst du denn hier unten? Versteckst dich hier einfach. Ich habe meinen Eimer verloren, deswegen verstecke ich mich hier. Es ist kein guter Plan, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Ach so. Okay. Na gut. Ich habe nur ein doch etwas gröberes Problem, um das mal so zu sagen. Und zwar habe ich nämlich im Kampf gegen Roy fast alle meine Karten verbraucht. Also ich hatte wirklich fast überhaupt nichts mehr. Und ich hatte auch nicht mal genug Münzen, um das scheiß Kartenrad zu benutzen. Und warum greift ihr mich jetzt gerade an? Das ist jetzt nicht euer Ernst. So. Flucht. I don't want to fight. Forget it. Mario, du bist ein Trottel. Wie immer. Wieso fällt er denn ständig auf die Fresse, wenn er abhauen soll? Wozu gibt es diesen blöden Fluchtbutton überhaupt, wenn das nicht funktioniert? Du sollst dich verpissen, du Trottel. Meine Fresse, ich hasse sowas. Also das haben sie in dem Spiel so dumm gemacht. Ja, wie gesagt, früher, du konntest das früher beeinflussen. Du konntest eine Taste drücken. Meistens den A-Knopf und konntest damit eine Leiste füllen und wenn die genug gefüllt war, dann, ja, konntest du wenigstens fliehen. Aber hier ist das irgendwie scheinbar total zufallsbedingt und das finde ich einfach nur idiotisch, schwachsinnig und blöd. So, das kann es ja nicht sein. Ich glaube, wir fahren mit dem Fließband einfach mal mit. Ich bleib da einfach stehen und fahre eine Runde mit. So, perfekt. Genau, jetzt ist hier ein Platz für mich frei. Und ich warte jetzt einfach, bis wir hier nach links rüber gefahren werden. So, dauert ein bisschen. Ja, okay. Bisschen Geduld. Kein Eimer, kein Tunnel. Oh, fick dich. Wie kommen wir nur ohne Eimer an diesem Aufpasser vorbei? Denk nach, ist hier irgendwas, das wie ein Eimer aussieht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ist aber... Die sind hier aber auch lästig. Hier oben... Wo hast du deine scheiß Eimer verloren, du Wichser? Ist hier in der kleinen Kiste irgendwas drin? Ne, Warner-Pilz. Hier ist aber nichts, was wie ein Eimer aussieht. Also nicht mal annähernd. Oder können wir was ausschneiden? Ne. Können wir nichts ausschneiden? Hier kommen wir nur wieder dahin, wo wir gegen Roy gekämpft haben, aber da kommen wir auch nicht raus. Nee, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Was will denn dieses Spiel schon wieder von mir, hm? Ich brauche irgendwo etwas, was wie ein Eimer aussieht. Oder ist das Ding unsichtbar? Kann ja auch nicht sein. So, hier ist ein unsichtbarer Block oder so, aber das ist ja auch Quatsch. Und wenn ich einen Scheiger von denen besiege, kann ich mir den ja auch nicht nehmen. Den Eimer von denen. Das funktioniert auch nicht. Ja, also hier, wenn ich greife die an und dann ist der ja weg. Mit seinem Eimer ist der weg. Und wieder einmal habe ich keine Ahnung, was ich in diesem bescheuerten Spiel machen soll, weil ich einfach keinen Hinweis bekomme. Nichts. Gar nichts. Woher soll ich bitte... Verstehe es nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie... sehr komisch.
Die grüne Treppe, ich weiß, ich kann die hin und her bewegen, aber... Das ist irgendwie... Ach so, warte mal! Mensch! Alter! Fabian, du bist doch ein Eimer, du Opfer! Du bist doch selber ein Scheißeimer! Da kommt er nicht, da kommt er nicht sofort drauf, selber! Er selber! Entschuldigung! Fabian, Entschuldigung, dumm! Jetzt mal ohne Witz! Er ist doch selber ein Eimer, dann kann ich doch ihn benutzen! So, verpiss dich, mach Platz! Perfekt. Der ist doch selber ein Eimer, jetzt dämmert's mir! Er ist doch selber einer! Moment mal, du willst, dass ich als gewöhnlicher Eimer mich ausgebe? Naja, wenn wir so die Farben retten können, dann muss es wohl sein. So, meine Güte, warum bin ich... Aber da hätte, er hätte doch auch was sagen können! Gibt's irgendwas, wie es wie ein Eimer aussieht? Ey, Fabian, hast du schon mal in meinen Spiegel gesehen? Du bist ein Eimer! Jetzt kommen wir hier durch, Leute, jetzt kommen wir hier durch. Jetzt funktioniert's auf jeden Fall. Auch wenn Fabian nicht so aussieht wie die anderen Eimer, aber egal, so... Macht schwarze Farbbomben! Genau wie die in der Serie Löwenzahn. Weißt du noch, was das für ein Schlamassel war? Mit so vielen Bomben könnte er... Oh nein, er könnte die ganze Welt schwarz einfärben! Die schwarze Farbe scheint aus der Röhre dort gepumpt zu werden. Wir müssen dem ein Ende machen! Farbe! Sie mischen diese schönen Farben ohne Sinn und Kunstverstand. Tut mir leid, aber Farben sind mein Lebensinhalt. Sie so zu sehen tut weh. Was machen wir denn jetzt? Mario, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir diese riesigen Bob-Bombs explodieren lassen? Also nicht nur zum Spaß, meine ich. Die müssten groß genug sein, um diese ganze Fabrik zu zerstören. Alter, ja, das ist es, Leute. Das ist es. Wenn wir die in die Luft jagen, dann fliegt die ganze Fabrik mit in die Luft. Aber wie bringen wir die zum Explodieren? Die schlafen alle. Wie wecken wir die auf? Also normalerweise sind Bob-Bombs ja doch sehr empfindlich. Die kleinste Erschütterung macht die oft schon wütend, wie ihr seht. Na genau. Ah, ich kann hier wieder speichern. Super. Oder auch nicht. Moment, kommen hier nochmal welche? Bob-Bombs? Hepsala. Du Arsch, na warte, wir sprengen dich in die Luft hier. Oder wir kämpfen gegen dich. Das war so nicht gedacht. Ihr sollt doch gar nicht... Hau ab. Ihr sollt mich doch nicht angreifen. Ihr sollt die Kisten sprengen, ihr Dummköpfe. Ey, schon wieder. Mario! Wieso fällt er denn ständig aufs Maul? Flucht. Weißt du, was das ist? Da verpisst man sich. Ohne auf die Schnauze zu fallen. So. Also. Okay, warte mal, die müssen hier irgendwie... Ich kriege hier immer wieder neue und hopp! So, lalalalalala. So, und, Achtung! Boom! So, das reicht schon, dass ich hier durchkomme. Fragt sich nur, wie diese riesigen Bomben zur Explosion bringen. Reicht ein kleiner Bomb aus, um einen so großen anzuzünden? Naja. Keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. So, gespeichert wurde.
Weiter geht's. Da, Eindringling! Hey, das ist kein gewöhnlicher Eindringling, das ist Mario! Ja, du bist ein verdammter Eisbruder. Okay, warte mal. Wenn der hier reinfällt, Alter, dann geht's hier aber gleich richtig ab. Zu dem Typen komme ich gar nicht mal hin. Aber zu euch, hm? Wir hatten heute schon so viele Bob-Ums zusammengehämmert. Lass uns den Rest des Tages blau machen. Vielleicht könnten wir mal wieder Boomerang werfen. Du immer mit deinem Boomerang. Warum nicht Hammer werfen? Ach ja, stimmt. Ja! Oh, es ist nur Mario. Ich dachte schon, Bowser hätte uns mit Vollenzen erwischt. Er darf dem Boss nichts erzählen. Schlagen wir Mario zu klein und sind dann ins Unterholz. Warum überrascht mich das jetzt nicht, aber das sind ziemlich viele. Ein Hammerbruder, ein Bumerangbruder, zwei Eis- und zwei Feuerbrüder. Holy shit. Holy shit, holy shit. So, die ist zu warm, gleich nicht mehr. So, gut, dass ich eine große, fertig eingefärbte Feuerblume dabei habe, eine große. Und sonst... Riesiger Sprung. Riesiger Hammer. Dreierhammer. Das muss jetzt ordentlich wehtun. Und let's go, ist alles schon eingefärbt. Extra nur für euch. So, die Eisbrüder sind wenigstens sehr anfällig gegen Feuer. So, Boomerangbruder ist auch weg. Und Knacks! Und stirb! Oh yeah! That was perfect! Alle richtig viel Geld, schön! Ja, Hammerpappe! Geil, geil, geil! Und es geht sich aus! Noch mehr Farbe für mich! Maximaler Farbfüllstand erhöht auf 380, Leute! Geil! So, und hoppsala! So, dann kommt mal schön mit. Kommt mal schön mit. Das ist der Hit. Oh! Der Zaun! Der Zaun musste umfallen. So, und oh oh. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alter, hörst du mal auf? Ich kann den Typen da oben leider nicht. So, Achtung. Jetzt. So, schnell, schnell, schnell. Los, kommt mit. Kommt schnell mit. Kommt schnell mit. So. Es hat geklappt! So viel zu Bowsers Bombenfabrik! Aber die ganze schwarze Farbe aus dem Tank überflutet den Raum! Wie kann das nur so viel Farbe sein?! Es wird immer mehr, auf keinen Fall anfassen! Na super, jetzt müssen wir hier wohl ganz schnell raus, bevor wir in der Farbe versinken. Ganz toll. So. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Na, wenigstens kriegen wir hier noch ein paar Karten. So, nichts wie raus hier. Schnell raus. Puh, das war knapp. Egal wie alt ich werde, ich möchte nie wieder einen Tropfen schwarzer Farbe sehen. Boah, das war echt heftig. Das war richtig krass. So. Scheiße. Es wäre auch zu schön gewesen. Oh nö. Ernsthaft. Jetzt auch noch so eine... Nein! So eine Scheiße! Ey, dieses Spiel ist doch zum Kotzen! Warum baut ihr denn jetzt hier noch so eine Kacke ein? Alter, gut, dass ich speichern durfte. Mann! Was ist das denn? Wie fies! Hallo! Luigi, wo fährst du hin? Okay. Okay,
Gut, wir machen was anderes. Erstmal im Moment. So. Wenn ich jetzt hier reinspringe, werde ich geheilt? Ja, komplett geheilt. Ist ja nicht zu fassen. So, Farbe ist voll, KP sind voll. Leute, ich bin gerade irgendwie verleitet mir nochmal. Ich meine, ich habe wirklich nicht viele Karten mehr übrig. Im Moment. So, warte mal, sortieren. Ich habe 3 Warner-Pills. Ich hab 12 Karten nur! 12 fucking Karten! Ist doch jetzt nicht dein Ernst! Das geht nicht, Leute. Leute, das geht nicht. Was war denn das jetzt wieder für eine Scheiße, mit dieser Kackfarbe da auszuweichen? Ich hasse sowas! Ich hasse sowas! Sowas macht man nicht! Das hasse ich in absolut jedem Spiel. So, Fickfuckfuckerinner 4, komm, wir müssen... Ich brauche Geld! Ich brauche wirklich viel Geld jetzt! So! Ich brauche nochmal Geld! So, was war das hier nochmal? Hier... Ja, genau. Heidenangst vor... Das habe ich halt letztens... Ich habe das falsch verstanden. Heidenangst vor entzündlichen Materialien heißt, dass er Angst vor Papier hat. Dafür dachte ich, dass er wohl... Dass ich Papier machen müsste. Aber der Hurensohn macht Schere. Das heißt, ich muss Stein machen, ja? Weil die Schere ja das ist, womit er Papier zerschneiden kann. Deswegen muss ich hier Stein machen. Und hier... ja, da waren ja Papierflieger. Klar, da muss ich dann Schere machen. Also Stein, Schere. Hier waren wir ja eh schon mal. Das kann ich jetzt alles wieder überspringen, was der hier labert. Und wehe, wenn das wieder nicht stimmt, dann verarscht mich das Spiel wieder mal. Ich meine, das kann es ja auch nicht sein. So, komm, überspringen. Überspringen. Fertig. Los. So, der Spike. Also, Stein. Weil der müsste jetzt Schere machen. Komm, der muss Schere machen. Weil du ja Angst vor Papier hast, um es zu zerschneiden, brauchst du eine Schere. Also, Schnick, Schnack, Schnuck. Na genau. Das war richtig. So, verarscht. Mario, gewinn für Runde 1. Hier 500 Münzen, gib her die Kohle. Ich brauch Asche hier. Ich brauch richtig Geld. So, überspringen. Sorry Leute, das muss jetzt sein. Das geht ja nicht anders. So. Dann hieß es ja, was fliegt wohl am besten? Naja, Papier fliegt am besten, also mache ich Schere, weil der jetzt Papier macht. Wenn der jetzt was anderes macht, dann ist das wieder eigenartig. So, komm. Schnick, Schnack, Schnuck. Na genau, richtig. So, Mario, gewinnen 800 Münzen. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht genug. Ich brauche richtig gute Karten noch. Für das Finale gegen Bowser. Der Kampf wird sicher mega schwer. So, und der Hammerbruder. Was habe ich denn bei dem gemacht? Ich glaube, bei dem habe ich sogar Stein gemacht. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt immer random irgendwas einsetzt oder ob der genau das macht, was der letztens auch gemacht hat. So, Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, der macht auch Stein. So, ein Unentschieden. Die mentale Anspannung ist ja zum Kotzen hier. Egal, ich mach noch. Wenn ich jetzt wieder verliere, ist es mir auch egal. Ich habe ja das Geld sicher, was ich vorhin schon bekommen habe. Ich mach nochmal Stein. Schnick. Schnack. Schnuck. Er macht schon wieder Stein. Der hat aber zweimal letztens auch Stein gemacht. Da habe ich ja gesagt, ich mach so lange Stein, bis der Schere macht. Deswegen nochmal Stein. So. Das Finale verzögert sich ein bisschen, aber das ist egal. Schnick. Schnack. Schnuck, Papier und fick deine Mutter, du stinkst! Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was macht der Hurensohn jetzt auf einmal Papier? Das konnte ich doch nicht wissen. Schnick, Schnack, Schnuck ist einfach scheiße dumm. So, halt die Fresse, ich gehe ja eh schon. Ich gehe woanders hin. Habe ja noch mehr Auswahl, ne? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie die einen ständig verarschen. So, wo war denn jetzt eigentlich die 5. Arena? Ich glaube hier unten nicht. War die gleich hier oben? Was ist das hier? Ja, das ist eh die 5er. Komm, wir gehen mal zur 5er. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht.
komm, schnick, 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 einer 5. Die genauso aussehen wie die erste, zweite, dritte, vierte. So, was los hier? Dein erster Gegner zappelt in der Gegend rum und kann sich kaum entscheiden. Dafür steht er dann aber auch zu seiner Entscheidung. Toll. Dein Gegner in Runde 2 bellt meistens mehr als er beißt. Bei Schere, Stein, Papier macht er es aber genau andersrum. Oh Gott, also mit den Tipps kann ich überhaupt nichts anfangen. Schere, Stein, Papier macht das genau andersrum. Papier, Stein, Schere. Oder wie macht er dann also Papier zuerst? Mehr als er beißt. Obwohl, an einem Stein beißt man sich wiederum die Zähne aus. Also macht er vielleicht Schere. Aber was das hier heißen soll, er kann sich kaum entscheiden. Dafür steht er auch zu seiner Entscheidung. Das heißt, er steht eisern wie ein Fels. Da mache ich Papier. Keine Ahnung. Andere Hinweise kriege ich ja hier nicht. Schere, Stein, Papier. Leicht zu lernen, aber unheimlich schwer zu meistern, ja. Man glaubt, dass das simpel ist, aber das ist eigentlich voll die Psychoscheiße. Wenn du deine Gewinne aus dem Turnier auf den Kopf gehauen hast, kannst du bei erneuter Teilnahme nochmal abräumen. Fabulös, oder? Ja, das ist ja das. Deswegen bin ich ja hier. Deswegen bin ich ja hier. So, also wie gesagt, bei dem mache ich Papier, weil ich finde, weil er sagt, gut, er zappelt in der Gegend rum. Das ist jetzt blöd. Das kann jetzt alles sein. Aber wenn es heißt, er steht zu seiner Entscheidung, dann finde ich, er steht eisern wie ein Fels in der Brandung, steht er dazu. Er steht eisern, er steht steinhart zu seiner Entscheidung. Würde ich jetzt sagen, dass der Stein macht, mache ich Papier, ja? Und hier verstehe ich das so, wenn er es andersrum macht, Papier, Stein, Schere. Naja, Stein. Weil ich sage, dass er beißt. Und du kannst auf einen Stein nicht beißen, dann beißt du dir die Zähne aus, das tut weh. Also mache ich bei dem Stein und hier mache ich Papier, also Papierstein. So, komm. Papierstein. Das ist wahrscheinlich wieder falsch. Ich verstehe diese Hinweise immer nicht. Keine Ahnung, ich hasse solche kryptischen Rätsel. Die sollen sich gefälligst klar ausdrücken. So. Komm schon. Ich meine, so sehr kann man das doch gar nicht falsch verstehen. So, in Schere, Stein, Papier und Sieg und die Lage zwei Seiten für eine selbe Medaille. Damit einer gewinnt, muss ein anderer verlieren. Ja, logisch. Um sich den Sieg zu sichern, müssen unsere Streiter zuallererst über sich selbst triumphieren. Zelebrierbiger bei Sungunzer und Schere, Stein, Papier. Super, schnick, schnack, schnicken in your face, oder? So, mir egal, jetzt hier Finale, kann sich ja. Das geht sich in dem Part sowieso, will sich das nicht ausgehen. So, gleich betreten die Schnuckschweine hier, Mamma Mia, Mario. Wissen wir eh schon Bescheid, ich weiß, wie ich heiße, danke. Und in dieser Ecke, niemand weiß, was dieses Ding eigentlich darstellen soll. Man nennt es Fuzzy. Also Fuzzy, Fuzzy. So, Runde 1 machen wir gegen Fuzzy. Schnuckschweine will eure Karten, so. Alles klar. Wie gesagt, ich mache Papier. Ich kann nicht wirklich wissen, ob der wirklich Stein macht. Aber wenn er sagt, er steht zu seiner Entscheidung, komm, dann macht er Stein. Komm, du machst jetzt Stein. Du machst Stein. Schnick, Schnack, Schnuck. Er macht Papier. Naja, ist unentschieden. Das ist ja jetzt hier... So. Ich mach nochmal Papier. Ich will jetzt mal was testen. So. Schnick. Schnack. Schnuck, ja. Ich glaube, der macht jetzt immer Papier, weil das heißt, er steht zu seiner Entscheidung, das heißt, er wird immer dasselbe machen. Ja, noch so nur die Schiene, wieso ist nur keiner dabei in der Lage, das entscheidende Assistenwerbel zu schütteln? Schnuckschneider zurück auf eure Plätze. Okay. Wenn das heißt, er steht zu seiner Entscheidung, wird er nie was anderes spielen, also muss ich jetzt Schere machen. Wenn der jetzt Papier macht. So, los. Ey, wenn der jetzt Stein macht, ich bring den um. Ich bring den um. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja! Der macht ständig Papier, dieser Trottel. Alles klar, Mario hat gewonnen! 700 Münzen! Super, jetzt haben wir schon wieder über 2000. Das ist doch geil. Mal sehen, wer in Runde 2 der gegenübertreten wird. Er bellt auch, wenn er nicht er bellt auch, wenn er nicht getroffen wird und bleibt stets treu auf seinem Pfosten. Kettenhund! Runde 2, Mario gegen Kettenhund, Schnuckschneider mit euren Karten, so. Und der Kettenhund ist nun mal dafür bekannt, dass er beißt. Und an einem Stein würde er sich die Zähne ausbeißen. Wenn der jetzt nicht Schere macht, dann weiß ich nicht, was ich hier schon wieder falsch verstanden habe. So. Also, mach Schere, komm. Schnick, Schnack, Schnuck, ja!
predicted. Die 10 hat er sich ausgebissen an einem Stein. Der Gewinn für Runde 2, 800 Münzen. Yeah, das nenne ich mal richtig Asche hier, richtig geiles Geld. So, da zieht er von dannen, der Kettenhund. Das habe ich also doch richtig interpretiert. Dein Gegner in dritter Runde ist ein Krieger, schwärzer als die dunkelste Nacht. Selbst Schatten müssen sich hinter ihm verstecken. Ein Applaus für Ninji. So, Runde 3 Mario gegen Ninji, Schnuckstrahler, wähle eure Karten. Und da ich jetzt nicht weiß, was der macht, mache ich einfach Schere. So, ich gehe davon aus, dass der Papier macht, weil sich Ninjas gerne mit so Tüchern verstecken. So, ihr wisst schon, in Filmen meistens, ne? Ihr wisst schon, das ist so eine Fake-Wand und das ist dünn wie Papier. Vielleicht macht er ja Papier. Oder er macht Schere wegen Schuriken? Ich habe keine Ahnung, was der macht. Schnick, Schnack, Schnuck und er macht auch Schere. Okay. Ein Unentschieden. Tja, ist jetzt natürlich die Frage, ob der jetzt nochmal Schere macht. Deswegen mache ich Stein. Es ist mir egal, ja. Ich sag, der macht nochmal Schere. Wahrscheinlich macht er jetzt Papier. 1, 2, 3. Wusste ich's doch. Du bist eine Missgeburt. Das war so klar. Das war so klar. Kann der nicht zweimal dasselbe machen? Nö. Hurensohn. Ja? Kommst du aus Norwegen, bist du kein Hurensohn, du bist ein Hurensohn. So, ich brauche noch mehr Geld. Ich brauche richtig... Nee, sorry Leute, ich brauche richtig viel Geld jetzt für die Karten. Das kann es ja auch nicht sein. So, hier oben war ja noch eine. Hier ist ja auch noch eine Fick-Fuck-Fuck-Arena hier. Die Nummer 6. Willkommen in der Schnickstack-Tugreiner 6. Na, da bin ich jetzt einmal gespannt, was es hier wieder für Tipps gibt. So, dein Gegner Runde 1 ist nicht das schärfste Messer in der Schublade, aber wenigstens setzt er keine Karte zweimal hintereinander ein. Na, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wenn ich in der ersten Runde ein Unentschieden habe, dann wird er dieselbe Karte nicht nochmal spielen. Nicht das schärfste Messer in der Schublade. Also macht er Schere? Macht er Schere? Dein zweiter Gegner schwankt auch immer hin und her und kann sich nicht entscheiden. Allerdings ist er dabei überaus konsequent. Gut, also das wird wahrscheinlich heißen, dass wenn der wird dieselbe Karte immer wieder spielen. Wahrscheinlich auch wieder. Aber hier nicht das schärfste Messer in der Schublade. Wenigstens setzt er keine Karte zweimal hintereinander ein. Wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass der Schere macht. Nicht das schärfste Messer, Schere ist ja ähnlich. Also muss ich Stein machen. Komm schon. Ich brauche noch mehr Geld. Ich muss mir richtig gute Karten fürs Finale kaufen können. Sonst bin ich am Arsch. Wer weiß, wie schwer Bowser zu besiegen ist. So, Schere, Stein, Papier sind unsere Waffen, werden niemals abgelegt. Dagegen sind wir allzu bereit, unseren Gegnern mit fairen Kämpfen zu begegnen. Auch der Ausgang dieses Turniers liegt buchstäblich in unseren eigenen Händen. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier. Ja, ja, ja. Den Witz habe ich kapiert, dass es in unseren Händen liegt. Weil wir auch die ganze Schnickschnack nur mit den Füßen spielen. Das sieht ein bisschen bescheuert aus. Versuch mal mit dem Fuß Stein zu machen. Na, viel Spaß, da brichst du dir den Fuß gleich dabei. So, Mario. Und der Gegner der ersten Runde ist ein erfrischender Farbklecks im glühend heißen Wüstensand. Grüner Pokey! So. Also. Nicht das schärfste Messer. Macht das Schere, hm? Oder etwa nicht? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt blöd eigentlich. Er hat ja gar keine Stacheln. Was ist, wenn der Huhn so ein Papier macht? Komm, ich mach trotzdem Stein. Ich will das jetzt erstmal wissen. Schnick. Schnack. Ja, fick doch deine Mutter. Das ist doch nicht wahr. Ich hasse dieses scheiß behinderte Spiel. Das ist doch nicht euer Ernst. Was macht der Hurensohn jetzt Papier? Oh, dann soll das heißen, eine stumpfe Schere oder was? Oder fick deine Mutter.
Du hast eh keine, die schauen eh alle gleich aus. Wahrscheinlich ist dieser Tod deine Mutter und man erkennt es nicht mal. So, ich will nochmal 500 Münzen. Ja, komm, fick dich. Lass mich rein. Diese scheiß Hinweise sind doch zum Kotzen. So. Also, du machst Papier, weil du nicht die schärfste Schere bist. Da mach ich Schere. Also, schärfste Messer. So. Wenn der jetzt was anderes macht, Alter, ich raste aus. Wenn der jetzt wieder was anderes macht, wenn der jetzt Stein macht, bringe ich ihn um. Dann reiß ich ihn auseinander. Alter Hurensohn! Okay, es reicht. Es reicht! Leck mich am Arsch! Es reicht! Gibt's nicht noch eine andere Arena, wo man hier nicht betrogen wird? Das ist nicht euer Ernst!